Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Gothic 2, die Nacht des Raben. Ich bin die Zockerbraut, wir sind hier in der Hafenstadt Korinis und im letzten Part wollte ich Valentino umhauen. Das geht noch nicht mit dem Equip, das wir hier haben. Der Kerl macht uns nämlich zu, ja, Kartoffelbrei. Und jetzt will ich versuchen, Bardock, rennst du hin? Hierhin. Ich möchte mit ihm da auf die Jagd gehen. Wie viel Goldmünzen haben wir denn überhaupt? Oh Gott. 49? das ist schlecht, weil ich brauche dringend Geld. Also. Hui. Nee, Moment, da brauche ich Geld. Da muss ich schnell mal schauen. Wo ist denn. Dieser Kanter? Ich glaube, der schläft unwahrscheinlich. Ich gehe mal raufschauen. Das ist der Kerl, der uns den Passierschein überlassen hat. Dafür müssen wir Sarah anschwärzen. Kanter, da ist er ja. Verdammt, was willst du? Wegen Sarah. Hast du nicht einen Job zu erledigen? Schieb Sarah erst den Brief unter, dann verpfeifst du sie bei André. Mach das. Und versuche nicht, mich reinzulegen, das würdest du bereuen. Ach so, okay. Hoppla. Also doch, rauf zu André, da war ich letztes Mal oben und dachte, da wird nichts gehen, aber da geht scheinbar doch was. Und zwar wahrscheinlich ein Verbrechen melden oder so irgendwas und dann wird das mit Sarah wahrscheinlich auf, also zum Auswählen sein. Upsi. Lord André. Bist du schlafen? Nö, da ist er. Servus. Ich habe eine wichtige Nachricht für Lord Hagen. Ach so, das können wir. Machen wir das auch gleich mit. Ich habe eine wichtige Nachricht für Lord Hagen. Nun, du stehst vor einem seiner Männer. Worum geht es? Es geht um ein heiliges Artefakt, das Auge Innos. Es geht um ein heiliges Artefakt, das Auge Innos. Das Auge Innos. Ich habe nie davon gehört. Aber das muss nichts heißen. Wenn es wirklich ein Artefakt gibt, das diesen Namen trägt, wissen sowieso nur die höchsten Mitglieder unseres Ordens etwas darüber. Eben darum muss ich ja mit Lord Hagen selbst reden. Lord Hagen empfängt nur Paladine oder diejenigen, die im Dienst der Paladine stehen. Es ist unter seiner Würde, sich mit Vertretern des gemeinen Volkes abzugeben. Na. Ich will mich in den Dienst der Paladine stellen. Müssen wir echt? Ich will mich in den Dienst der Paladine stellen. Gut. Ich kann jeden tauglichen Mann hier gut gebrauchen. Egal aus welchen Gründen er uns beitritt. Wenn du dich in den Dienst der Paladine stellst, werde ich dir zu einer Audienz bei Lord Hagen verhelfen. Ich habe jedoch meine Befehle, nur Bürger der Stadt bei der Miliz aufzunehmen. Mein Kommandant befürchtet, dass sich Spione oder Saboteure bei uns einschleichen könnten. Auf diese Weise will er das Risiko begrenzen. Du musst also zuerst Bürger der Stadt werden. Über den Sinn dieser Regel lässt sich sicherlich streiten, aber Befehl ist Befehl. Ja, schon klar. Gibt es keinen schnelleren Weg, mich euch anzuschließen? Ach, scheiß der Hund drauf. Entschuldigung. Warum seid ihr Paladine in der Stadt? Die Ziele unserer Mission unterliegen der Geheimhaltung. Ich kann dir nur so viel sagen, dass keine Gefahr für die Bürger der Stadt besteht. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Gut. Was erwartet mich bei der Miliz? Um das gleich klarzustellen, Soldat der Miliz zu sein bedeutet weit mehr, als nur mit einer Uniform durch die Stadt zu spazieren. Das ist ein dreckiger und auch blutiger Job. Wenn du einmal dabei bist, wartet ein Haufen Arbeit auf dich. Aber es lohnt sich. Neben dem Sold bekommst du vielleicht irgendwann einmal die Chance, ein heiliger Streiter Innos zu werden. Ich bin bereit, mich der Miliz anzuschließen. Nein, danke. Ist dir wurscht. Gibt es keinen schnelleren Weg, mich euch anzuschließen? Aha. Es ist dir wirklich ernst, oder? Gut. Hör zu, ich habe ein Problem. Wenn du es für mich löst, werde ich dafür sorgen, dass du bei der Miliz aufgenommen wirst. Aber das Wichtigste ist, du darfst mit niemandem darüber reden. Aha, was ist denn dein Problem?
In letzter Zeit häufen sich die Diebstähle in der Stadt. Wir konnten bisher niemanden fassen. Die Diebe gehen einfach zu geschickt vor. Die Mistkerle verstehen ihr Handwerk. Ich bin mir sicher, dass es sich um eine organisierte Bande handelt. Es würde mich nicht wundern, wenn es in Korinis eine Diebesgilde gäbe. Finde die Drahtzieher der Bande und bringe sie zur Strecke. Dann werde ich dafür sorgen, dass du bei der Miliz aufgenommen wirst, egal ob du Bürger bist oder nicht. Aber du musst über unsere Abmachung schweigen. Jawohl. Wo fange ich an, nach den Dieben zu suchen? Wenn ich das wüsste, würde ich selber dorthin gehen. Ich kann dir nur so viel sagen. Wir haben vor kurzem das gesamte Hafenviertel auf den Kopf gestellt und nichts, aber auch gar nichts gefunden. Die Leute dort sind auch nicht sehr gesprächig, vor allem nicht, wenn man die Rüstung eines Paladins trägt. Aber du bist von außerhalb. Dir werden sie nicht so schnell misstrauen. Du könntest dich zuerst am Hafen umhören, aber sei vorsichtig. Wenn die Leute dort mitbekommen, dass du für die Paladine arbeitest, erfährst du nichts. Was mache ich, wenn ich einen der Diebe gefunden habe? Wenn es sich um einen Handlanger handelt, einen Hehler oder einen kleinen Fisch, solltest du dich am besten auf keinen Kampf einlassen. Komm lieber zu mir und erstatte mir Bericht. Ich werde mich dann darum kümmern, dass der Kerl hinter Gitter kommt. Bei einem offenen Kampf könnten die Stadtwachen einschreiten und du wirst keine Gelegenheit haben, ihnen zu erklären, was Sache ist. Außerdem gibt es für jeden schrägen Vogel, den du hinter Gitter bringst, ein Kopfgeld. Wenn du allerdings das Versteck der Drahtzieher findest, nun, dann wirst du vermutlich nicht um einen Kampf herumkommen. Ich bin bereit, mich der Miliz anzuschließen. Nein, danke. Ich will das Kopfgeld für einen Verbrecher kassieren. Kanta will Sarah aus dem Weg räumen. Sarah verkauft Waffen an Ona. Ja, das obere Leiter Gottes. Sarah? Die Waffenhändlerin am Marktplatz? Hast du dafür Beweise? Sie hat einen Brief über Waffenlieferungen an ihn in der Tasche. Damit wird sie nicht durchkommen. Ich werde sie verhaften lassen. Fein. Na dann, tschüss. Wir haben hier leider nicht viel Zeit, um das hier zu schaffen, ne? Also müssen wir zu Kanta zurück und ihm mitteilen, dass sein Marktstand wieder ihm gehört. Wahrscheinlich hat das eh schon überzuckert. Zu eurem eigenen Schutz sind die Wälder und Wildnis in der Umgebung der Stadt zu meiden. Mal schauen, ob er da schon steht. Nein. Dann gehe ich nochmal rein ins Gasthaus, mal schauen, ob er dort steht. Oder ob er bei der Wasserpfeife herumhängt. Nö. Nach dem vielen Einatmen des Zeugs muss er sich erstmal erholen, scheinbar. Kanta? Verdammt, was willst du? Dein Marktstand, ne? Wegen Sarah und so. Gut gemacht. Sarah ist dort, wo sie hingehört. Ich habe ihre Waren übernommen. Wenn du also eine Waffe brauchst, komm zu mir. Schön. Also dann, zeig mir deine Ware. Such dir was aus. Wir werden mit einer Säge in den Kampf gehen. Kurzschwert. Wow, 500 Münzen wert. Und das ist das, was ich meinte. Also Geld brauchen wir hier wirklich. Yay. Sehr viel. Da ist der Degen ja noch besser. Der Degen ist sehr viel besser. Da können wir die rostige Axt und das rostige Schwert ruhig verkaufen. Was könnte man noch hergeben? Bin mir da nicht so sicher. Ich glaube, den Rest behalte ich mal lieber. Immerhin 159 Goldmünzen haben wir ja schon. Wird wohl bald soweit sein, dass wir... Ach, warte mal, zeig mir nochmal die Ware. Sag mir deine Ware. Such dir was aus. Blöd. Wir müssen was hergeben. Der Feldknöterich ist 15 wert. Den brauchen wir für die Tränke. Schwer. Boah, die Mana-Tränke sind halt auch nichts wert. Ja, Pech gehabt, ne? Da brauche ich gar nichts verkaufen. Passt schon, ich muss weiter. Von mir aus.
Es wäre halt toll, wenn wir irgendwo eine Orkwaffe oder so herkriegen würden. Oder, ach ja, die Banditen gäbe es ja auch noch. Ja, wir haben halt überhaupt keinen Schutz, ne? Die Rüstung für 250 Münzen wäre halt schon nice gewesen. Haben mit sofortiger Wirkung ihre Aufgaben an die königlichen Paladine zu übertragen. Bla bla. Der ehrenwerte Lord André ist angewiesen. Jedenfalls werden wir das Freibier hier mal mitnehmen. Das war das Ganze, was wir hier finden. Weil, dass wir ein bisschen was zum Trinken haben. Hoppla. Hey, komm näher, mach mal Pause und trink mal einen kühlen Schluck Bier. Lord André hat ein paar Fässer Freibier gestiftet. Jo, danke. Wir haben uns hier mal 4 Krüge genommen. Fein. Aktuelle Missionen, Aufnahmen bei der Miliz, Pflanzen für Konstantino. Ach ja, was würde denn noch brauchen, der... Ach ja, die Liste, ne? Große Herausforderung. Was ist das? Vor der Stadt ein Ork. Ja, ja. Die Vermissten. Mhm. Bospas Bogenlehrling in Korinis, Fälle für Bospa Wegels Ore Viertel. Wo sind die vermissten Leute? Der Mann mit der Augenklappe, Wassermagier, Steckbrief und Banditen. Was haben wir da noch? Was ist das mit Dexter noch, ne? Da liegt das Wasser und Auge Innos. Verdammt, das ist gar nicht so leicht. Wie schaut's mit der Liste von Konstantino aus? Wo ist denn da? Was darf man noch brauchen? Heilpflanze, Heilkraut, Heilwurzelfeuer, Feuerkraut und Feuerwurz. Goblinbeere haben wir auch nicht, glaube ich. Kronstöckel glaube ich auch nicht. Hört ihr Bewohner von Korinis? Dreck. Auf ausdrückliche Anordnung des Ehren. Ach, es wäre jetzt echt toll, wenn wir die Ding zusammenkratzen könnten. Er wird hier wahrscheinlich nichts bringen, ne? Unerlaubtes Eindringen zu verhindern. Ich werde hier kurz speichern. Ich mache das so einen Reservespielstand, am besten hier hin. Reserve. So. Baram. Hey. Hey, you. Ich will besser mit dem Bogen umgehen können. Nein, lass uns jagen gehen. Jupp. Lass uns jagen gehen. Gut, folge mir. Vor dem Südtor ist ein Wald. Dort sollten wir mehr als genug Viecher finden. Wahrscheinlich mehr als uns lieb sind. Die Sache ist halt nur, ich muss verdammt aufpassen auf diesen Kerl. Der ist nämlich... Ja, was soll ich sagen? Der hält auch nicht allzu viel aus, ne? Wenn es jetzt blöd läuft, verreckt er mir da, weil ich zu schwach bin. Und das Meer und gab dann habe ich halt ein bisschen ein Problem. Und es entstanden alle Wege. Wahrscheinlich. Ich habe mir das schon gedacht. Jetzt müsst ihr nochmal gleich einen Haken schlagen. Jawohl. Und da drüben im Eck, da drüben irgendwo, glaube ich, haust dann auch noch ein Ork. Ah, Blutflieglein. Oha. Yay, das sind große Blutfliegen. Nichts gut. Wow. Röms, Ausmaus. Nichts zu verdammt, plündern. Das geht eben noch nicht. Blutfliegen nichts können wir noch nicht looten. Aber dann nehmen wir gleich die Schwammerler mit. Und da vorne sind nämlich große Wölfe, also normale. Und die greifen halt gleich im Rudel an, ne? So, das war's mit. So. Bam, 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 bam. Oh, ja, das ist das, was ich gemeint habe, ne? Scheibe, wenn wir mal Agro Home haben, dann frisst uns das Viech weg. Ach, Dreck, ey. Jetzt hat's nicht schlecht ausgeschaut. Naja, was soll's. Da muss ich wohl irgendwie noch die nötigen Münzen zusammenkratzen. Aber wie stelle ich das am besten an? Ah, das ist echt bitter. Echt blöd. Ich könnte es nur mit Drunknacken versuchen. Mich in ein Bettchen legen, warten bis es Nacht ist. Dann die Drohnen ausrauben. Das wäre halt... Schau mal, hi Torben.
über Schlösserknacken beibringen, bitte? Bring mir bei, wie ich ein Schloss knacken kann. Du brauchst nur einen Dietrich. Wenn du ihn im Schloss vorsichtig nach rechts und links bewegst, kannst du den Mechanismus aufhebeln. Aber wenn du ihn zu stark oder zu schnell in die falsche Richtung bewegst, dann wird er dir abbrechen. Je geschickter du wirst, desto weniger Dietriche brauchst du. Das ist eigentlich schon alles. Ja, danke. Also dann, Pfitti. Da werden wir dann speichern und laden tun, bis wir halt die Combo wieder auswendig wissen. Aber ich glaube, der da, mit dem konnte man auch lernen. Hallo, Fremder. Du musst hungrig und durstig sein. Kann ich dich vielleicht für meine Ware interessieren? Jo. Was hast du denn zum Anbieten eigentlich? Eigentlich bin ich auf dem Weg zu den Paladinen. Eigentlich bin ich auf dem Weg zu den Paladinen. Da hast du schlechte Karten. Seit die Paladine sich im oberen Viertel breit gemacht haben, lassen sie kaum noch jemanden hinein. Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Kannst du mir helfen, ins obere Viertel zu kommen? Kannst du mir helfen, ins obere Viertel zu kommen? Ich? Nein. Ich habe ja auch nicht viel zu melden. Es gibt nur wenige Leute hier in der Unterstadt, die genug Einfluss haben, um dich an den Wachen vorbeizubringen. Matteo, mein Boss, ist einer von ihnen. Vielleicht solltest du mal mit ihm reden. Okay. Und wo finde ich Matteo? Wo finde ich Matteo? Du stehst direkt vor seinem Laden. Geh einfach rein. Er ist eigentlich immer da. Denn in uns ist Knusperkäse. Was ist mit den anderen einflussreichen Bürgern? Was ist mit den anderen einflussreichen Bürgern? Die Händler und Handwerksmeister hier an der Hauptstraße sind die wichtigsten Persönlichkeiten der Stadt. Du solltest versuchen, bei einem von ihnen als Lehrling angenommen zu werden. So wie ich. Seit ich bei Matteo arbeite, behandeln mich die Leute in der Stadt mit Respekt. Yo, Respekt, Mann. Ich brauche Geld und ich bin auf der Suche nach Arbeit. Ich habe gehört, Bosper hat Ärger mit seinem Lieferanten. Sein Laden ist direkt gegenüber. Es heißt, er zahlt ganz gut. Warum hört er eigentlich? Ja, das auf jeden Fall. Und was hast du anzubieten? Zurzeit habe ich nicht allzu viel Auswahl. Der verdammte Großbauer liefert nicht mehr und was von den kleinen Höfen kommt, reicht nicht aus, um den Bedarf der Stadt zu decken. Fein. Erzähl mir mehr über den Bauernaufstand. Die Sache ist ganz einfach. Ona, der fette Großbauer, will keinen Tribut mehr an die Stadt zahlen. Das muss man sich mal vorstellen. Wir sind im Krieg mit den Orks und der Fettwanst will alles für sich haben. Normalerweise greift die Stadtwache in solchen Fällen hart durch. Aber jetzt kommt das Beste. Es heißt, Ona hat sich Söldner angeheuert, um sich die Truppen der Stadt vom Hals zu halten. Söldner. Das Ganze wird noch in einem verdammten Krieg enden. Als ob ein Krieg nicht reichen würde. Ja, das kann leicht sein. Was weißt du über Onas Söldner? Ich habe gehört, die meisten von ihnen sind ehemalige Sträflinge aus der Minenkolonie. Und ihr Anführer soll eine große Nummer beim König gewesen sein. Ein General oder sowas, den sie als Verräter eingelocht haben. Schlimme Zeiten sind das. Von mir erfährt keiner was. Schlimme Zeiten. Zeig mir deine Ware, jo? Zeig mir deine Ware. Mach mal. Ah ja, der hat nur zu was zum Futtern. Ach, Pfitti. Tschüss. Da draußen bilde ich mir ein, da vorne links müsste, glaube ich, eine Riesenratte sein, die ein bisschen boshaft ist, weil sie schon eine große ist. Und ich glaube, da gab es auch was zum Looten. Ja, wir wissen ja noch vom Einserteil, wer jetzt der Chef der Söldner hier ist. Kein geringerer als der Chef der Söldner im neuen Lager damals in der Gefängniskolonie. Nämlich unser guter Kumpel, Freund, wie auch immer, Lee. Das heißt, es müssten dann auch Gorn dort sein und noch einige andere Bekannte von damals. So. Ich tue da kurz nochmal speichern. Da vorne ist nämlich eine Riesenratte. Und zwar eine ausgewachsene. Die wird mich verjausen dann höchstwahrscheinlich. Aber ich muss das Ganze jetzt riskieren. Wo bist denn du, Scheißviech? Hä? Ist die weg? Haben sie die weggepatcht? War da nicht immer so ein Viech? Schaut nicht aus. Wurscht, dann looten wir halt das ganze Zeug, was hier ist. Hier, die da oben, da schlagen gegen eine Viecher. Das ist aber nicht nett. Die brauche ich ja, die Erfahrungspunkte. Wow, da sind sie schon. Wow. Ah.
Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ah, es sind gleich zwei gewesen. Saufig, kommst du noch? Kuckuck. Sind sie weg? Sind weg scheinbar. Alter Schwede. Wie gemein. Ja, und das so Zeug kann man noch nicht führen, ne? Nein. Blöde Kackviecher. Ich hatte gehofft, eins nach dem anderen bullen zu können. Komm her, blödes Viech. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ist schon gut, komm her. Und bam, 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 bam. Wow, wow, wow. Ja, ja. Scheiße. Es haut irgendwie nicht hin. Ich hab's eh gewusst, die ist schwer. Ach, Mist. Das Blöde ist, dass uns die Bauernrüstung jetzt fehlt, ne? Und ich suche halt einfach nur verzweifelt nach Goldmünzen. Ah, das kann ich auch vergessen. Das ist für A und F. Konnte ich jetzt irgendeine Waffen looten? Nein. Das ist echt übel. Und mit dem Bogen kann ich halt umgehen, naja. Naja, ja. Mehr schlecht als recht. Wenn ich Glück habe, kann ich mich da vorbeischleichen. Die Schwammel. Achso, da habe ich noch gar nichts, ne? Wow. Hier, rostige Axt. Hinter mir sind sie schon wieder. Wow. Man, da werden so viele Waffen, ey. Wow, springen, hüpfen, laufen, was auch immer. Wow. Ah. Ich versuche nur an Geld zu kommen. Das ist echt nicht nett. Boah, ey, schnell weg da. 250 Goldmünzen, wir brauchen noch einen fetten Hunderter. Ah, das wird glaube ich so nix. Ah, was mag ich nur? Derweil die Feldknöte dich verkaufen. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Wird mir fast nichts anderes übrig bleiben, denke ich ja. Die rostige kommt weg. Den Degen möchte ich behalten. Das war was? Was? Weg, aus. Steck die Waffe weg. Wieso? Mistvieh, wo, was denn jetzt? Du bist ja gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Hat er jetzt echt eine Ratte erschlagen? Jupp, hat er. Das blödes Mistvieh. Toll, echt Daumen hoch. Wie viel Gold haben wir denn? 171, na das wird nix. Das, Scheibe. Da muss ich alles hergeben, was ich hab. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Gibt's irgendwo Wölfe? Zeig mir deine Ware. Wird sich das jemals ändern? Ja, da gibt's gleich was. Moment. Tschüss. Da gibt's doch was. Momentchen. Ich gehe mal schnell schlafen. Ich weiß gar nichts mehr. Hinten draußen, wenn ich beim Markt rausgehe, glaube ich, waren noch irgendwo eine Viecher. Da kann ich, glaube ich, ein paar Goldstücke locker machen. Oh, und der Part ist auch zu Ende. Ja. Jetzt haben wir nicht viel geschafft, tut mir leid. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin werde ich mal schlafen gehen und wir starten dann einfach da, hier beim Marktplatz, wenn wir rausmarschieren in die Wildnis und ja, hoffen wir, dass wir dort ein paar Viecher klatschen können und somit ein bisschen eine Goldmünzen zusammenkriegen. Hier und da ein Fell wäre nicht schlecht. Wir brauchen noch ca. 130 Goldmünzen und dann wird es passen. Und somit mache ich jetzt ein Nickerchen. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!